Dieses Schmuckstück steht im Vogtland und gehört dem VfC Plauen. Und die treffen im Vogtland-Derby auf den VfB Auerbach. Oberliga 20. Spieltag. Das wird hier ein Leckerbissen. Und wer am Ende König und wer Bauer ist, ja, da gucken wir nachher nochmal. Das Hinspiel. 3:1 Sieg für Plauen in Auerbach. Diese Partie gab es vorher 8 Jahre lang gar nicht, weil sie nicht in einer Liga waren. Auerbach nun abgestiegen und die wollen natürlich Revanche. Trainer Sven Köhler, ja, eine lebende Legende. 99 Spiele in der zweiten Fußball-Bundesliga absolviert als Spieler und als Trainer hat er sogar die UEFA Pro-Lizenz. Könnte Profivereine trainieren und hat in der dritten Liga mal den HFC 8 Jahre und CFC auch einige Jahre in Liga 3 betreut. Und er will natürlich Wiedergutmachung für die Hinspielniederlage. Das Spiel in der ersten Hälfte sehr zerfahren. Freistoß von Kevin Waltermal und Kopfball, aber Torhüter Stefan Schmidt im Auerbacher Kasten ganz sicher. Dann probieren sich die Gäste mal. Auch ein Freistoß, Jonas Dietrich. Doch Jakob Pieles lenkt die Pille noch um den Pfosten. Zaghafter Beginn vor über 1000 Zuschauern. 1003 Zuschauer genau zu sein. Und die sehen griechisch-römische Einlagen wie diese hier. Die gehören halt zum Derby. Moritz Kretzer und Wojtek Czermusch hier. Ja, und der gute Schiedsrichter Ralf Schwedhelm behält die Übersicht. Etwas ziehen, etwas zerren, etwas schubsen, aber Moritz Kretzer, das Fallen, das können wir doch einfach sein lassen. Das hätte hier nicht sein gemusst. Weiter geht's, Plauen spielt und Auerbach kommt mal gefährlich vors Tor und da ist das 1:0 für die Gäste. André Brecher mit dem Kopfball. Super Flanke von Cedric Graf, dann der Kopfball von Czermusch und dann muss Brecher mit dem Kopf nur noch reinschieben. Etwas zögerlich verteidigt von den Gastgebern und die antworten mit wütenden Angriffen. Charlie Spranger hier noch mit der Chance zum Ausgleich, weiß er selber, das kann er besser. Robert Fischer, Plauens Trainer. Ja, kann noch nicht so zufrieden sein. Mit Hälfte Nummer 1 und Hälfte Nummer 2 geht auch richtig schlecht los. Dukla Prag, André Brecher, da ist er nämlich ausgebildet. Mit einer wunderschönen Flanke auf Cedric Graf. 2:0 für die Gäste aus Auerbach. Freude im Gästeblock. Analog zum 1:0 wird hier umgekehrt serviert. Brecher auf Graf, 2:0. Aber auch viel zu frei in der Mitte beim Kopfball. Und was macht Robert Fischer? Plauens Trainer wechselt doppelt. André Nüper und Christopher Bibaku. Bibaku Franzose und war schon in der zweiten Liga in Österreich aktiv. Und direkt nach dem Wechsel geht's weiter. Was für eine Szene. Pascal Holger Schad vor Charlie Spranger. Die Gastgeber fordern natürlich Elfmeter. Präsident Thomas Fritzler kriegt gelb und noch ein Spieler. Doch wie man sieht, ist das eine perfekte Grätsche von Pascal Holger Schad. Geiles Ding, super gesehen. Aber Stimmung ist jetzt richtig hoch. Plauen will und Plauen drückt ohne Ende Ecke. Und dann kommt der Ball zu Lukas Will. Und was für eine Parade von Stefan Schmidt. Albert mit der Kopfballverlängerung. Lukas Will hier super mit dem Hinterkopf. Doch was für eine Pranke von Schmidt. Was für ein geiles Derby und es wird immer besser. Flanke, Fehler und wer ist da? Lukas Will, 1:2. Marcin Sieber hier, der Unglücksrabe, will den Ball irgendwie stoppen. Er hätte ihn vielleicht einfach ins Aus oder zur Ecke buxieren sollen. Lukas Will mit seiner ganzen Abgeklärtheit schiebt den Ball rein. Dieser Anschlusstreffer ist aber mal sowas von verdient. Und weiter geht's. Kurz danach Flanke von Kevin Walter. Und wer ist da? Natürlich wieder Lukas Will. Doppelpack, 16. Saisontreffer. Das Vogtland steht Kopf. Was ist denn bitte hier los? Fußball ist so geil, aber die Abwehr heute oder die Abwehrreihen, die sind etwas verschlafen. Wie reagieren die Auerbacher? 2:0 geführt, sahen wieder vermeintliche Sieger aus. Abschlag Schmidt, der Ball kommt zu Ilja Sevcuks. Sevcuks Übersicht, super Flanke, Cedric Graf, Tor, 3:2. Oder doch nicht? Das gibt's doch nicht.
Guckt euch das an. Wie knapp ist das denn? Ich möchte das nicht entscheiden. Man kann den Schiedsrichtern keinen Vorwurf machen, aber ich bin immer noch dabei im Zweifel für den Angreifer. Und heiß ist nicht nur das Spiel hier, weil es lässt überhaupt nicht mehr nach. Pass in die Gasse von Moritz Kretzer. Was für ein Pass. Und dann das Tor von Christopher Bibaku. Der eingewechselte Franzose, das achte Tor im 13. Spiel. Der gelernte Elektriker kennt kein Halt mehr, nimmt die Zuschauer mit, kriegt natürlich gelb. Ist aber egal, ist ja Derby. Super Übersicht von Will. Und Bibaku aus dem Lauf, perfekt getroffen. Es ist immer noch nicht Schluss. André Nüper hat noch nicht genug. Er will durch die ganze Abwehr und er schafft es. 4:2, beide Joker von Robert Fischer treffen. Was für ein Händchen vom Trainer und was für ein Vogtland-Derby. Das ist Werbung für den Fußball. Nach 0:2 kommt der VfC Plauen zurück, gewinnt 4:2 gegen den VfB Auerbach und ist wieder mittendrin im Aufstiegskampf zur Regionalliga. Boom. Naja, ich werde nicht sagen, dass wir es gewohnt sind, immer zurückzukommen, aber wir lagen jetzt schon ziemlich oft 0-1 hinten. Und dadurch wissen wir auch im Kopf, ja, wir wollen jetzt nicht immer 0-1 hinten liegen, klar, aber wir wissen, dass wir es drehen können und dass wir alles daran legen. Und wir wollten alles nach vorne werfen, haben das getan. Ja, und dann hat es natürlich gereicht, was natürlich super ist. 2-3 Mal aufs Tor geschossen, Auerbach, und haben natürlich da eine brutale Effektivität gehabt. Da war er 2-mal drin. Aber wie dann meine Mannschaft zurückgekommen ist, ist sensationell. Ich glaube, das hat jeder gespürt hier, dass die wollten, dass die angerannt sind. Und ich denke, dass das dann auch am Ende wirklich ein sehr verdienter Sieg war für uns. Also ohne die Fans wären wir halb so stark. Ne? Das ist der 12. Mann in jedem Spiel. Die fahren mit nach sonst wo 3,5 Stunden, feiern uns da an. Und klar, auch in Derby sind wir natürlich da und geben uns die nötigen restlichen Prozente, die wir brauchen. Dann sind wir mal gespannt, wie viele Prozente die Zuschauer kommende Woche nämlich mitbringen. Da geht es zum Spitzenspiel Freital gegen Plauen. Da brauchen sie die Fans und wer ist natürlich dabei? Wir. Ihr verpasst hier kein geiles Spiel. Guckt euch das an, das wird richtig schön. Freitag gegen Plauen. Erster ist noch der FC Eilenburg. Team Rabenfront ist nächste Woche dabei und wir haben jetzt schon richtig Bock. Geile Woche euch, euer Team Rabenfront.